Leider. Und bei mir funktioniert VeinMiner leider aktuell noch nicht, weil es irgendwie doch sehr stark am Laggen ist. Ja. Gut. Das hätten wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut. Ja, dann heißt jetzt eigentlich Holzfarmen, Holzfarmen, Holzfarmen. Die Rüstung zusammenbauen. Drawer herstellen. Einen normalen, ein 1x2 und ein 2x2, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das ist natürlich sehr intelligent, dass sie das als Quest haben. Ich glaube, das werde ich sogar als erstes machen. Erst den Drawer herstellen, bevor ich die Rüstung fertigstelle, um halt dann dort die ganzen Sachen einzulagern, die ich so habe. Ja, gut. Dann setzen wir uns mal dran. Haben wir noch andere Quests außer denen? Ja, Werkbank, Toolstation herstellen. Gibt direkt 4 Aluminium. Nice. Der grüne Daumen. Worktable herstellen. Teile öfter ist gut, ein System zu haben, das sich ein paar mehr. Ne? Ansonsten Kompostbin. Das sollte ich hinterhergestellt kriegen. Da kann man dann alles mögliche kompostieren, um dann daraus Kompost zu gewinnen. Und mit dem Kompost kann man dann wieder Erde herstellen. Entschuldigung, die auf denen die Sachen besser wachsen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die hier das Droppen von Seeds deaktiviert haben. Was ich schon habe, sind Kakaobohnen. Aber das habt ihr ja schon gesehen. Äpfel habe ich auch schon ein paar. Eins, zwei. Reicht. Damit haben wir die Slabs. Darüber jetzt die Sticks. Schauen wir mal, ein Kompostbin. Sehr schön. Dann wäre es noch ganz praktisch. Kann man nicht. Schade. Ein Barrel herzustellen. Das geht so. Das dahin, da unten noch den hin. Haben wir ein Oak Barrel. Dann wir das. Ja, genau. Erde kann man nicht abbauen, soweit ich weiß. Die zerplöppt einfach. Nee, tatsächlich kann man die abbauen. Es gibt Dirt. Gut. So, Kompostbin kann man herstellen. Dirt kann man herstellen. Dann abbauen. Sehr schön. Wieso will ich jetzt da ins Ding rein? Ich weiß es nicht. Gut. Dann hätten wir das soweit. Ich würde vorschlagen, dann baue ich hier mal weiter ab. Das Holz. Und hoffe, dass ich das dann irgendwann bald zusammen habe, um die Rüstung fertigzustellen. Beziehungsweise den Workchain. Nee, Moment, wie hieß das Ding? Hier gab es den mit der grüne Daumen. Ach so, da muss ich erst eine Mattock für herstellen. Dafür muss ich erst im Aller anfangen. Ist schwer. Die Toolstation und Workbench und Stone Tile. Ach nee, ich wollte ja erst die Drawer. Allererstes machen wir jetzt die Drawer. Sonst vergesse ich das wieder. So, Holz, Holz, Holz. Holz reicht nicht aus. Muss ich hier wieder Bäume fällen. Ja. Schon kaputt gewesen, der Baum. Ich nicht mitbekommen. Ja. Ja.
Schade, dass Vainminer nicht funktioniert. Das würde uns das hier alles deutlich vereinfachen. Aber das liegt halt daran, dass der Server sehr, sehr stark frequentiert wird. Ja. Jetzt habe ich natürlich zu früh aufgehört. Verdammt. So, dann mache ich jetzt noch mal klein. Daraus können wir dann jetzt schon mal den ersten Drawer herstellen. Ich das richtig im Kopf habe. Ne, macht er nicht. Muss gleiches Holz sein. Schade. Oder natürlich, ich habe einfach vielleicht falsch im Kopf, wie man die Drawer herstellt. Oak Drawer. Doch, normal mit Holzbrettern. Und dann wirklich nur mit einer Sorte Holz. Das heißt, ich lasse mir jetzt da nochmal ein Holz kommen. Sehr schön. Kann dann jetzt hier das klein machen. Das hier, hier und hier hinsetzen und habe den ersten Birchdraw, den ich dann vermutlich als erstes für Saplings verwende. Dann weiter abbauen den Baum, weil wir brauchen ja noch den 1x2 und den 2x2 Draw. So. Gut. Dann nächste Bäume. Gut. Ich hoffe, man hört das nachher auch im Game, den Ton, oder nachher im Video den Ton vom Spiel. Muss ich nachher mal überprüfen, aber ich nehme erst noch ein bisschen was auf. Ich denke, so ein, zwei Folgen werden es noch sein, die ich jetzt aufnehme. Zwei bis drei Folgen habe ich schon. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch so irgendwie wieder 40 Minuten jetzt aufnehmen. Und dann das Ganze schneiden, rendern und dann denke ich ab morgen, dem 30. Januar 2017, hochladen. Mal sehen, wie das alles klappt zeitlich. Dum. Hier habe ich noch mal ein Holz. Ja. Da liegt noch mal ein Holz. Mal sehen, wann hier der Baum auseinanderfällt. Oh, der ist wieder aufgeplöppt, der Holzstamm hier. Lass ich ihn erstmal stehen, weil jetzt müsste ich dem Holz eine Kiste hinkriegen. Und dann brauche ich doch noch einen. Hier liegt aber noch einer. So, die mache ich alle mal klein. Einmal so. Und dann, wo haben wir die 2x2? Fehlt mir noch zwei Holz. Also den Klotz eben hier noch wegklopfen. Wenn er denn dann will. Ich mache sicherheitshalber noch eben hier oben den weg. Einer von beiden wird doch bestimmt da fallen, oder? Der hier weg. Sehr schön. Können wir das jetzt eben klein machen und den 2x2 Drawer aufmachen. Stelle ich hier mal hier hin und ach, jetzt habe ich ihn falsch gesetzt. Oh, das hat nicht funktioniert. Ich sollte vielleicht sicherheitshalber die Axt nehmen, dann lässt sich der Drawer bestimmt einfacher abbauen. Oder? Ja, noch steht er da. Nochmal. Oder doch nicht? Der Drawer lässt sich nicht abbauen. Schade. Gut. Egal, den müsste ich ja jetzt haben. Dann fehlt jetzt nur noch der 4x4 Drawer, der natürlich am meisten Zeug braucht.
weil er vier Kisten braucht. Das macht vier Kisten, macht 32 Holz, macht 16 Stämme plus die 5, die man so braucht noch. Macht dann noch mal 3, macht 19 Stämme, die ich brauche. Läuft. Bei der Abbaugeschwindigkeit, die ich hier an den Tag lege, kann das was dauern. Der Baum ist abgebaut. Ja, der Baum auch. Der Baum ist abgebaut. Dann wollen wir uns mal hier an diesen Baum begeben und mal sehen, wie das hier gleich läuft. Ja. Also da muss ich sagen, Projekte, die ich bei mir zu Hause selber auf meinem kleinen eigenen Home-Server laufen lasse, sind natürlich nicht ganz so ausgewachsen und laufen dann aber auch entsprechend natürlich flüssiger, weil das Ganze ja auch nur dafür gedacht ist. Eine Person, wenn es mal mehr ist, ist es dann noch meine Verlobte mit drauf auf dem Server. Aber das war es dann auch. Entsprechend ist die Auslastung des Servers dann nicht besonders hoch. Gut. Es wäre schön, wenn das jetzt alles zerploppen könnte. Ich sollte dann gleich mal ein paar Fackeln aufstellen. Geht F7? F7 geht. Gut. Dann in dem Bereich, wo ich die ganze Zeit rumhänge, ist auf jeden Fall. Und hier liegen noch ein paar Sticks. Ja, hier eine Fackel, 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 hier eine Fackel. Hier ist nicht ausgeleuchtet. Moment, die einen näher. Oh, jetzt habe ich sie wieder an dieselbe Stelle gestellt. So, da ist die Fackel. Die stelle ich noch da. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht von irgendwas überrascht werde. Und glaube, die Saplings tue ich dann doch mal in den 2x2 Drawer. Oh, inzwischen habe ich ihn wieder. Juhu. Jetzt steht der unten. Sehr schön. Gut, dann wieder an den Baum ran. Und hier die letzten abgebaut. Boah, ist doch sehr dunkel jetzt schon. Es wäre natürlich schon praktischer, wenn ich die Zimmerbeleuchtung ausgeschaltet hätte. Dann würde ich was besser sehen. Der Vorteil, wenn die Verlobte mit dem Zimmer sitzt. Da muss sie grinsen. So, den Baum habe ich jetzt auch abgebaut. Okay. Aber es reicht noch nicht. Also gehen wir an den nächsten Baum. Okay. Dumm, 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 dumm. Jetzt ist mir gerade die Axt kaputt gegangen. Glücklicherweise habe ich noch zwei Flint durch die Quest hier. Aber wenn die Axt durch ist. Moment, nee, Moment, nee, nee, nee. Mach ich das cleverer. Ich nehme nämlich jetzt das Holz. Und mach da mal ein paar Blankblättern draus. Eine kommt auf ein Holzbrett, dann hat man jetzt Stencil Table. Einer kommt auf ein Holzstamm, dann hat man das. Dann nimmt man noch ein Crafting Table, steckt da einen drauf. Hat die Toolstation.